Guck mal, in jeder Flasche wohnt ein mächtiger Flaschengeist. Die können deine Wünsche erfüllen. So, die haben ein paar komische Namen. Der Geist in der ersten Flasche heißt was? Der Geist in der zweiten Flasche heißt wie? Und der Geist in der dritten Flasche heißt egal. Alles klar? Na klar, das auch. Drei Geister, drei Flaschen. Ja, dann, was soll daran so schwer sein? Richtig. Weißt du, wie die drei heißen? Nuschel ich, rede ich undeutlich. Was? Was wohnt in der ersten Flasche? Wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Und der in der dritten Flasche, das ist egal. Okay, das ist auch ganz von vorne. Wer wohnt in der ersten Flasche? Was? In der ersten Flasche? Was? Nuschel, ich rede dich undeutlich. Was? Wer wohnt in der ersten Flasche? Was wohnt in der ersten Flasche? Das weiß ich, ein Flaschengeist. Wie heißt der? Nee, wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Was? Nee, nicht was, sondern wie. Wie das? Nicht wie was, sondern was wie. Alter, hörst du dir eigentlich dein Reden zu? Ich weiß gar nicht, was daran ist. Ich lass anders. Zeig, ist das auch. Wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Korrekt. 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 Das ist korrekt. Der heißt korrekt? Nein, der heißt nicht korrekt. Du hast gerade gesagt, der heißt korrekt. Das hab ich nicht gesagt. Ich hab genau gehört, was du gesagt hast. Du hast nicht mal Ohren. Ah! Ist schon gut. Jedenfalls, wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Das fragst du nicht. Ich frag dich. Ich frage dich. Ich sage dir, wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Alter, wenn du ihn noch einmal fragst, dann stuck ich dich an. Ich weiß gar nicht, was. Ich weiß anders. Das auch. Vergiss es. Wer wohnt in der dritten Flasche? Das ist egal. Wieso ist es egal? Wieso weiß ich? Das ist egal. Das ist egal. Alter, egal ist 88. Woher weißt du, dass egal 88 ist? Alter, jedes Kind weiß, egal ist 88. Ist auch egal, wie alt er ist, das ist egal, vergessen, das ist egal. Okay, nochmal ganz von vorne. Wer wohnt in der ersten Flasche? Was wohnt in der ersten Flasche? Du bist eklig. Ach, das ist eklig. Du willst wissen, wer in der ersten Flasche wohnt, was? Ja, genau, richtig. Und wie heißt der Geist in der zweiten Flasche? Korrekt. Und wer wohnt in der dritten Flasche? Ich dachte, das ist egal. Ja, das war doch nicht so schwer, oder?